lade nicht nur gerne Gäste ein, sondern manchmal lade ich auch gerne Köche ein, weil die machen dann die Arbeit. Das ist sehr, sehr angenehm. Noch dazu kann ich was lernen. Zum Beispiel heute Hannes Haunold aus dem Cuisino Baden, Chef-Pâtissier dort im Restaurant, im Cuisino. Und der Herr Haunold zeigt uns heute, wie der Apfelstrudel seiner Großmutter geht. Finde ich sehr spannend. Herr Haunold, danke, dass Sie gekommen sind. Sehr gerne. Es ist nämlich ein Mürber-Apfelstrudel. Als ich in die Schule gegangen bin, musste ich eine Abschlussprüfung machen mit einem gezogenen Apfelstrudel. Deswegen war ich schon sehr aufgeregt, als ich gehört habe, Sie machen einen Apfelstrudel. Ich dachte, ich kann brillieren und kann zeigen, wie gut ich diesen Teig hauchdünn hinkriege. Nein, es wird ein Mürber-Apfelstrudel. Das heißt, es ist ein ganz normaler Mürbteig? Genau, das ist ein Mürbteig. Der besteht aus erster Linie einmal aus Mehl, aus Butter, Staubzucker, ein bisschen Milch geben wir noch rein, Weißwein geben wir rein. Zitronenschale abgerieben. Ein Weißwein? Ja. Ich gebe nie Weißwein in meinem Mürbteig. Was hat das für einen Sinn? Ja, das ist ein bisschen ein Säurecharakter vom Teig wird verbessert und die Mürbefähigkeit. Ach wirklich? Ebenfalls, genau. Er wird elastischer oder wie? Naja, ist ein bisschen vom Essgefühl her ist er mürber. Und sehr gespannt. Nicht nur mein erster Mürber-Apfelstrudel, auch mein erster Mürber-Apfelstrudel mit Wein im Teig. Genau, man sagt ja 1, 2, 3 Teig eigentlich zum Mürbteig. Ne? Das heißt, wir haben immer einen Teil Zucker, zwei Teile Butter und drei Teile Mehl. 1, 2, 3. Da gehen wir es an. 1, 2, 3. Sehr gut. Alle ab. Das macht was aus. Das wird genug dann sein. Kleine Löffel. Ja, und ein Schlückchen. Der Weißwein. Weißwein. So. Gut. Und ganz wichtig: Prise Salz. Prise Salz. Sehr gut. Das heißt, das mixen wir jetzt mit dem Knethaken durch. Das kommt jetzt in die Maschine. Mhm. Wie lange wird das geknetet? Ja, das lassen wir jetzt so ungefähr 3 Minuten kneten. Gerade, dass sich die Zutaten ein bisschen verbinden. Dass sich die Zutaten verbinden und dass wir einen schönen, geschmeidigen Teig haben. Und dann kneten wir es mit den Händen nochmal zusammen, oder? Dann werden wir noch so ein kleines Backerl machen und in den Kühlschrank rasten lassen. Wie lange? Ja, ca. 30 Minuten. Gut, ist genug. Und dabei werden wir Äpfel schälen, nehme ich an. Genau, dann werden wir die Äpfel schälen und die Fülle vorbereiten. Sehr gut, bin ich gespannt. Gehen wir es an. Gut. Herr Haunold, es geht weiter mit 1, 2, 3. Kneten 1, einbacken 2, kühlen 3. Das Einzige, was man sich merken muss beim Mürbteig, ist 1, 2, 3, oder? Genau. Der Teig ist jetzt fertig. Den werden wir jetzt ein bisschen da runterputzen, den Kessel sauber machen. Und kneten Sie das mit den Händen einmal durch? Oder ist ja, das dann werden wir jetzt auf die Arbeitsfläche schupfen. Ich nehme Ihnen das an. Danke. Dann die Arbeitsfläche ein bisschen mit Mehl bestauben und dann werden wir den noch einmal kurz ein bisschen durcharbeiten. So, jetzt machen wir sich eine schöne Rolle, dass wir noch ein bisschen weiterarbeiten können. Dann werden wir gleich so. Ah, das ist auch ein guter Tipp. Zu einem Rechteck. Ich mache immer eine Flade. Aber für den Strudel ist es natürlich besser, wenn wir es gleich im Form bringen. Wir werden den dann rechteckig ausrollen. Okay. Und das ist von Vorteil, wenn wir den jetzt schon in Form bringen. Okay. Weil dann tun wir es nachher leichter. So. Super. Zudecken noch. Ich werde das in den Kühlschrank geben. 30 Gut. Minuten. Gut. Danke. So, Herr Haunold. Das ist ein schlechtes Zeichen. Ich muss arbeiten, oder? Genau. Welche Äpfel haben Sie denn ausgesucht für den Strudel? Das sind wunderbare Boskop-Äpfel. Der hat hier so, sieht man ziegelrote Farbe. Das ist die Sonnenseite, also da hat er die Sonne gekriegt. Ja? Auf der Rückseite ist der Schattenbereich. Und vom Fruchtfleisch ist er fest. Mhm. Ja? Geschmacklich, süßlich, säuerlich, verwendbar eigentlich für alles, was man sich vorstellen kann. Also Apfelmus, zum Kochen, Braten, auch für Bratapfel. In unserem Fall für einen Apfelstrudel, wunderbar geeignet. Dann gehen wir es an. Wie viele Äpfel brauchen wir? Ja, 6 Stück werden wir schälen. Ach so, das geht ja. Ja, 6 Stück ist ja nichts. Ich bin mir schon ganz schwummrig. Was haben Sie da? Ah, jetzt weiß ich's. Ja, das sind die in Rum eingelegten Rosinen. Die können die was. Die haben wir gestern schon eingelegt. Es ist früh am Morgen. Ja, die haben wir gestern schon eingelegt, das schön durchziehen. Das haben sie definitiv. Super, was machen wir jetzt mit den Äpfeln? So, die Äpfel werden wir jetzt vierteln. Gut. Dann werden wir das Kerngehäuse entfernen. Es liegt nur ein Messer da, ich weiß, wer das macht.
Spalten schneiden. Also wir haben da jetzt ungefähr 500 bis 600 Gramm geschnittene Äpfel. Gut. 10% kommt jetzt Kristallzucker rein, das heißt in dem Fall 50 bis 60 Gramm. 10%. Ja? Okay. Ja? Ja. Dann Vanillezucker, 20 Gramm. Dann die eingeweichten, in Rum eingelegten Rosinen. Mit dem Rum, okay. Mit dem Rum, ganz wichtig. Für den Geschmack. Ja. Dass die Kinder gut schlafen. So, zippt. So, jetzt haben wir den Teig aus dem Kühlschrank geholt. Mhm. Der ist noch recht kühl und fest. Ja. Wie lange haben Sie den jetzt temperieren lassen davor? Ja. Oder kommt der jetzt direkt aus dem Kühlschrank? Der kommt direkt aus dem Kühlschrank. Okay. Der Vorteil ist, man kann ihn gleich weiterverarbeiten, weil der ist nicht so fest. Okay. Wir werden aber trotzdem jetzt noch einmal durcharbeiten. Durchkneten. Auf dieser coolen Matte hier. Ja. Das ist natürlich eine Profi-Matte. Kriege ich sowas ab für mich, Hausfrau? Es gibt im Handel schon Silikonmatten zum Backen, okay. Auch für zu Hause. Die schauen ein bisschen anders aus, ja. Aber von der Verwendbarkeit genau gleich. Okay, das muss ich mal merken, das ist nämlich ziemlich lässig. Gut. Der ganz kleine Nudelwalker für den Hausgebrauch sollte jeder zu Hause haben. Ja, Sie haben einiges mitgebracht aus Baden heute. Ja, so. Und den werden wir jetzt in rechteckig ausrollen. Ja, das heißt, es macht Sinn, das davor mit den Fingern schon ein bisschen in Form zu bringen. Genau, so Rechteckform bringen. Ja. Und von der Größe her 40 x 30. Dass er aufs Backblech passt und von der Dicke her, das Rezept ist... Herr Haunold, ist niemand, der etwas dem Zufall überlässt, sondern 40 mal 30 werden wirklich 40 mal 30 ja, sein. Ja, ungefähr. Also wenn es jetzt plus minus 1 Zentimeter... Ich werde nachmessen, okay? Gut. Gut. So. Jetzt, wenn Sie möchten. Ja, gerne. Macht gern was. Ja, wenn wir die Äpfel hier genau so zentral... Alle? Ja, genau. Auf den Teig verteilen. So, ja, oder? Genau. Einfach raus. So. Gut. So, jetzt ist wichtig, dass man die Äpfel jetzt im Vorfeld schon ein bisschen festdrückt. Okay. Und in Form bringt. Weil sonst... wird uns der Strudel dann zerfallen. Sie nicht auf der Seite mehr Platz lassen? Nein, dass das es irgendwie umflappen kann? Nein, das passt. Wir machen das, wir schlagen das einfach so und so. Und lass die Enden offen. Und lassen wir die Enden offen, drücken es vielleicht nur ein bisschen zusammen und dann... Das fließt nicht raus. Nein. Und jetzt Pinsel? Mit Pinsel wir schön anstreichen. Und dann 170 Grad. Wie lang? 30 Minuten. Da ist er, das Prachtexemplar des Tribus Winklers Mürben Apfelstrudels. Oh, schaut köstlich aus und duftet wirklich, wirklich gut. Passt? Passt. Zufrieden? Sehr zufrieden. Super. Wunderbar. Herr Haunold, ich danke Ihnen. Ich danke auch Ihrer Großmutter natürlich, dass Sie das Rezept für den Mürben-Apfelstrudel mit uns geteilt haben. Ich gehe das jetzt essen. Gerne. Vielen Dank. Guten Appetit. Danke sehr.